Moin moin zusammen und willkommen zurück zu Let's Play Oblivion. Und in den meisten Fällen zugucken, wie ich es nicht geschissen kriege, Gegner zu killen. So, versuchen jetzt nochmal... Ach, der! Was bist du? Ah, das geht. Ja, nix da. Nein! Nein, nein, nein! Wie ist das? Ich kann's nur klauen? Nein! Nein! Verschwinde! Was bist du? Ich bin froh, dass ich gespeichert habe, aber das grenzt das Ganze in folgendermaßen ein. Ich werde jetzt nicht so weit hier runterlaufen. Nicht so weit hier runterlaufen, sondern ich versuche, die da oben jetzt im Kreis kaltend kaputt zu schlagen. Das wollte ich nicht. Auch den. Wollte ich auch nicht. Den brauche ich. Was war das? Da ist doch noch Leben. Das war's. Mixer. Ich hatte meine Chance. Und ich werde sie nicht weiter nutzen. Ich klaue mir jetzt dieses Pferd hier. Und dann reiten wir weiter. Kann man nicht kämpfen auf dem Pferd? Nein. Aber das Pferd ist auf jeden Fall deutlich schneller als ich zu Fuß. Mann, wann wird man stark? Oder stärker? Oder wann kriegt man mal eine bessere Rüstung, dass man nicht sofort umfällt? Vielleicht muss ich erstmal, ich habe ja mich als Dieb so gesehen gestartet. Vielleicht müsste ich erstmal hier so die Diebesgilde und so einen Quatsch machen. Oh! Ein Fisch! Nein! Lass mich in Ruhe! Laufe ich überhaupt richtig? Ja, ich laufe richtig. Das ist eine Mistkiste, ey. Guck mal, da vorne sind wieder so freundliche Menschen, die mich vorbeilassen. Lass mich vorbei! Das Pferd. Hört sich immer so böse an, ey. Meine Herren. Was auf jeden Fall gut ist, ist, dass... Was ist das? Ich lasse euch mal eure Dinge tun und ich reite dann jetzt hier weiter. Ne? Ich hoffe, ich meine, ich habe das Pferd gestohlen, ja. Aber sein Besitzer, den gab es, glaube ich, nicht mehr. Würde ich jetzt erstmal behaupten, den gab es nicht mehr. Also würde ich sagen... Okay. Würde ich sagen, das ist jetzt meins. Oder nicht? Läuft das nicht so? Friedhof. Ich laufe in eine falsche Richtung. Das ist gar nicht so leicht zu steuern, das Pferd. Das rennt immer irgendwie... Also es, man kann auf jeden Fall nicht so einen U-Turn machen. So einen einfachen. Ich habe auf jeden Fall jetzt in den letzten Folgen eine Menge gelernt. Und zwar... Oblivion ist gefährlich. Nicht Oblivion, sondern hier die Wälder hier sind gefährlich. Komme ich hier irgendwie rein? Hallo? Eine Tür? Würde der mich jetzt ansprechen? Nein, er spricht mich. Er spricht mich hier. Dann ist es mein Pferd. So, kann ich hier so rein? Nein!
Nein! Ich bin dumm. What? Hä? Something I can help you with. Gib mir mein Pferd zurück. Move along. Mein Pferd geklaut. Ich habe aber auch aus Versehen Feuerball drauf geworfen, ne? So viel muss man sagen. Ich habe halt manchmal noch so diesen Andrang. Ich habe auf F zaubern, ne? Zack. Aber ich habe noch den Andrang, F für First Person zu nutzen. Aus Gothic. Und dann passiert es halt, dass ich ein Pferd abschieße, was ich nicht abschießen wollte. Naja. Kann es nicht ändern. Two Sisters Lodge. Mhm. I've killed far worse than you. Aha. Was soll man jetzt sagen? Ich suche hier einen Schmied. Gibt's hier einen Schmied? Ich will mal gucken, ob es hier bessere Waffen gibt. Oh, oh, oh. Ist ein Haus for sale. Das sieht ja richtig riesig aus. Aha. Stolen. Das Longsword, ne? Und Dedra. Over here. Oh! Yes, you. We need to talk. We can't talk here. Too public. Meet me behind the great chapel at midnight. Don't let anyone follow you. I'll make it worth your while. Nein? Du hast mich gerade richtig erschrocken. Kein Fall. By what right do you disturb? Lass mich jetzt in Ruhe. Der Ork da draußen ist unfreundlich. Geht gern ins Zimmer. Sind aber nicht viele Leute. Evening. Hi. I'm Mog Gramogok, proprietor of Two Sisters Lodge. Mhm. My sister and I own the place. Okay. Two Sisters. See? Need a bed? Ja. Good food? Nein. You need some place to rest? I can rent you a room for the night for 10 gold. Nehme ich. Okay, then. It's upstairs, the room at the east end of the hall. Mhm. That's to your right when you come out the door. Enjoy. Ja, danke. Ich bin ja gespannt eigentlich. Das, ich weiß ja nichts, ne? Ich bin ja gespannt. Ich hoffe. Ne, das ist nicht. Ich hoffe, dass sich das Essen, was immer in den Zimmern befindet, refreshed. Das bedeutet, wenn ich jetzt reingehe. Das hier. Jetzt reingehe. Ja, das ist mein Zimmer. Und hier liegt Essen. Was es nicht tut, das ist ja scheiße. Dann gibt's neues Essen, wenn ich nochmal reingehe. Also wenn ich jetzt so gesehen in der Hauptstadt war ich ja in zwei unterschiedlichen Gasthäusern. Und in beiden gab's was zu essen auf dem Tisch. Und beides Mal durfte ich mir das Essen nehmen. Und ich hoffe, dass wenn ich da wieder ein Zimmer mir miete, dass da wieder Essen liegt, damit ich es mir wieder nehmen kann. Naja, so viel dazu. Ich würde sagen, ich gehe jetzt mal runter. Was ist das hier? Hier geht's auch raus. Oh. Kann man hier nicht runter? Doch. Wo ist der Schmied? Ich glaube da vorne. Das sieht gut aus. Da hängt so ein Schild. Was haben wir hier? Nee. Alters gilt auch nicht. Das machen wir später mal. Und jetzt gucke ich mich vor allem um. Traders. Vielleicht hat er was. Vielleicht macht er erst um 9 auf. Ich dachte, um 8 machen die. Stopp! 13 Stunden angeklickt. Hä, hey, warum ist es zu? Mann! Well met. Hammer and Thongs.
Das sieht gut aus. Hier gibt's bestimmt Rüstung. Hi! Not so loud, please. What a headache I've got. I'm Agnet the Smith. The Pickled, they call me. Sure wish I was pickled right now. Ich hab dir nicht verstanden. Let's do business. Ich hab dir nicht verstanden. Hast du was Besseres als... Nein, hat nur Eisen. Hast du was Besseres als... Steel. Ha. Und Lever, das war's. Schade. I can fix what... Good day. Alles Iron. Ich muss einfach irgendwas finden, was richtig wertvoll ist. Chest. Ey, ich will hier nur klauen, ja? Naja. Gehen wir mal runter. Dann jetzt einfach mal weiter Martin suchen. What? Ich suche Martin. Da komme ich raus. Hoffe ich. Fight well. I went to the chapel yesterday, but for that. Was ist das? I figured I'd... Ach, die Mages Guild. Ich habe gerade die Wager Guild gelesen. Ich dachte so von wegen Händler. Wäre mal interessant gewesen, mal eine andere Gilde zu haben als eine Magier oder eine Kriegergilde oder eine Diebesgilde, wenn noch eine Händlergilde oder sowas mit bei wäre. Hier muss ich runter. Ah, kann sich heilen. Hier. Perfekt. Knarrt. Ist das meins? Nee, ist es nicht. Kann ich bei dir ein... You need to see Ugak if you want to buy... Ah, okay. Vielleicht kann ich ja hier ein Pferd kaufen jetzt. 1000 Gold habe ich, vielleicht kostet es ja 500. Hätte ich noch 500, 600 you want a horse? Ja. I can sell you one. Nice. There are no finer bay horses than those sold by the Grateful Pass Stables. Our bay horses are faster than the paint horses and tougher than the chestnut. You'll be proud to own one. Hör auf. 1000! Habe ich kein Geld mehr, ne? Aber ich kann ja sowieso gerade keine Rüstung kaufen und es reicht ja für 10, teilweise 20 Gold für dann irgendwo zu übernachten. Das heißt, wir nehmen jetzt ein Geld. It's a pleasure doing business with you. Tilmo has your horse waiting outside. Dankeschön. So. Pferdchen. Wo ist Tilmo? Wo ist Tilmo? Das ist mein Pferd? My Bay Horse. Cool. Ey, man kann in eine First Person gehen? Moment mal. Yes. I'm a fair hand at grapes and bows. Shamir, grower and trainer. But I suspect you want to shoot, not grow grapes. Am I right? Hä? Stop talking. Ein Pferd läuft weg. Man kann hier also alles ernten? Okay. Bis hier. Weiter. Weiter. Hier sind noch so drei Wachen. Ihr könntet einmal mit mir mitkommen. Dann brauche ich mich nicht prügeln immer mit den ganzen Leuten und Viechern. Ein Schaf? Oh. Naja. Gehen wir weiter nach Quatsch. Quatsch. Ein Kabel ist schon wieder am Hängen hier, Mann. Da oben sind Zelte.
Nee, nicht heulen, ich lauf weg. Keine Lust, mich mit euch zu prügeln. Ich habe hier eine Aufgabe, ja, die ist wichtig. Ich muss Martin finden. Nein! Ja. Ach nö. Wieso prügeln sich denn hier so viele? Dankeschön. Ich helfe dir. Junge, hält er viel aus. Bei Steel Arrow. Geht's gut? Oh, die hat nicht mehr viel Leben. Es ist aber genau der richtige Moment gewesen. Wir reiten da an dem Scum vorbei und einfach klatsch. Perfekt, ey. Kann man auch gar nicht cutten, sowas. Oh. Sowas zu timen, ey. Meine Herren. Aber gut. Also, ich muss noch mal lernen. Ich weiß nicht, ob es sich dann lohnt, jetzt irgendwie viel Geld zu machen, Kampftalente zu lernen, damit man ein bisschen stärker ist. Ob das dann vom Level dann irgendwie besser ist. Ich habe mir jetzt vor allem halt bei den Charakterwerten, wie ich es verteilt habe, mal jetzt so einfach so darauf eingegangen, habe ich darauf geachtet, Luck. Es ist ja so ein Punkt, der heißt Luck, Glück. Und ich gehe davon aus, dass Glück sehr, sehr wichtig ist zu maxen. Und man kann es auch nur maxen, wenn man von vornherein darauf achtet, dass man Glück auch relativ schnell reingeht in die Talente. Die anderen Talente, zumindest war es bei Morrowind so, da hatte ich gar keine Schwierigkeiten, die irgendwie nochmal ein bisschen mehr Punkte zu, da irgendwie nochmal ein bisschen mehr Punkte zu bekommen. Weshalb ich da noch nicht so den Mehrwert gesehen hatte, irgendwas anderes zu gehen als Glück. Such den anderen Spielkumpanen. Leute, ich habe keine Lust mit euch zu spielen. Spiel mit wem anders. Warum? Also gemein zu mir. Bin gar nichts getan. Nix habe ich getan hier. Ja, in die First-Person-Sicht. Ein... Ne, die gefällt mir besser, die Sicht. Wir sind auch schon fast da, weil Quatsch. Und dann, das Gute ist ja, das wirklich sehr Gute ist ja, dadurch, dass ich jetzt so viel gelaufen bin, die ganzen Wege entlang, haben wir dann ja schon eine ganze Menge erkundet. Ne? Ich muss das jetzt ja irgendwie schönreden, dass ich fast die ganze Zeit nur hin und her renne. Ne? Irgendwas muss ich ja sagen, um mich rechtfertigen. Damit jetzt nicht hier... Du läufst ja nur rum, das ist ja voll doof. Naja, denke nicht, dass das jemanden stört. Muss ja auch gemacht werden, so. Hi. Tschüss. Jetzt wohl eilig. Vielleicht muss er pinkeln. Da sind Zelte. Ach, man reitet jetzt hier so das Ding immer weiter hoch wahrscheinlich. Schauen wir mal kurz. Ich muss aber schon noch ganz hier oben. Sind die Dudes mit diesem Mönchsschnitt, wenn man es so nennen darf. Wo die nur so einen Kreis Haare um den Kopf haben. Die sehen immer voll Panne aus. So, ich wollte eine Glatze, aber ich wollte noch einen Kreis Haare behalten. Ne? Man weiß ja nie, wann man den nochmal gebrauchen kann. Wird das hier so düster? Was? Stand back, civilian. This is no place for you. Get back to the encampment at once. Was passiert? We lost the damn city. That's what happened! It was too much, too fast. We were overwhelmed. Couldn't even get everyone out. There are still people trapped in there. Some made it to the chapel, but others were just run down in the streets.
The Count and his men are still holed up in the castle. And now we can't even get back into the city to help them. With that damned Oblivion Gate blocking the way. The only thing we can do, we'll try to hold our ground, that's what. If we can't hold this barricade, those beasts could march right down and overrun the encampment. I have to try and protect the few civilians that are left. It's all I can do now. Okay, ich wollte eigentlich fragen, ob ich helfen kann, aber... What the hell? Warum schießt du mich ab? Ey! Ich glaube, die explodieren. Ich wollte helfen, aber... Also fragen, ob ich helfen kann, aber... Leute, die Folge ist eigentlich rum. Hey, damit. Junge! Boah! Vielleicht können wir da reingehen. Naja, gut. Nächste Folge frage ich dir mal, wie ich denen helfen kann. Und... ja, dann schauen wir mal, ne? Wird auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Ich freue mich schon drauf. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.